Mit der Erfindung des Magenbandes hat die Adipositaschirurgie eigentlich erst ihren großen Siegeszug begonnen. Denn nun konnte man laparoskopisch praktisch den Magen in seinem oberen Anteil einengen und verhindern, dass zu viel Nahrung aufgenommen wurde. Das hatte einen ordentlichen Effekt erzielt, aber auf die lange Sicht war dieser Effekt nicht ausreichend und die Magenbänder haben auch viel Komplikationen entwickelt, sodass sie heute eigentlich nicht mehr eingesetzt werden.